Danke, Ruby. Ruby und Ducky gingen zu den anderen, die mal wieder beim Essen waren. Hallo, meine Freunde, hallo. Hey, Ruby. Ducky? Kann ich ein paar Baumsterne haben? Na ja, klar. Hier. Hey, versuchst du irgendwie anders zu sprechen, Ducky? Ja, das tue ich. Oh ja, ja. Ich meine, ja, Zera. Seit ich mich groß fühle, spreche ich auch größer und lauter. Naja, es würde helfen, wenn du ein kleines bisschen länger wärst. Eines Tages wird sie auch größer sein. Freunde, aufgeregt Freunde, kam Chomper angerannt. Stellt euch vor, ich habe eine tolle neue Höhle gefunden. Kommt mit, sie müsst ihr euch ansehen. Littlefoot war von der Höhle nicht so begeistert. Tja, Chomper, die ist, naja, ganz nett. Ja, irgendwie sehr höhlig. Schön, dass sie euch auch gefällt. Das Beste daran ist, keine Steinzähne. Die Sonne strahlte in die Höhle, doch plötzlich erschienen die beiden Schnellschnapper und mit einem lauten Krachen brach Rotklaue durch den schmalen Eingang. Uiuiui, klingt, als wäre noch jemand anders in den Geheimhöhlen. Tja, es gibt nur einen Weg herauszufinden, wer das ist. Vorsichtig gingen sie zu dem Loch, das Spike gemacht hatte. Das Loch, das Spike gemacht hat, sieht jetzt viel größer aus. Da draußen ist das geheimnisvolle Jenseits und... Oh nein, das ist Rotklaue. Und Schnellschnapper. Los, kommt! Die dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Der Schafzahn darf nicht hier drin bleiben. Nein, nein, nein. Jetzt schrei hier nicht so rum, Ducky. Zera rutschte vom Felsvorsprung ab, von dem aus sie die Schafzähne aus sicherer Entfernung beobachtet hatten. Ihre Freunde gaben sich große Mühe, Zera wieder nach oben zu ziehen. Aber dann stürzten Littlefoot und Chomper mit ihr in die Tiefe. Und Rotklaue kam direkt auf sie zu. Alle Freunde rannten nun so schnell sie konnten tiefer in die Höhle hinein. Rotklaue und die Schnellschnapper waren ihnen dicht auf den Fersen. Dann entdeckte Littlefoot einen Eingang zu einer kleineren Höhle. Da rein, los schnell! Für die Schafzähne war der Eingang zum Glück zu eng. Sie blieben stecken. Wie kriegen wir die Schafzähne bloß aus den geheimen Höhlen raus? Wir dürfen sie auf keinen Fall ins große Tal lassen. Sie müssen da wieder raus, wo sie reingekommen sind. Ja, genau, Spike. Dann können wir mit den Ranken Steine nach unten rollen lassen und den Eingang verschließen. Auf einmal tauchten die Schnellschnapper wieder auf. Die Freunde schlüpften durch ein Loch im Boden und landeten in einem langen Tunnel, durch den sie immer schneller in die Tiefe rutschten. Am Ende des Tunnels plumpsten sie einer nach dem anderen auf den Boden. In diesem Teil der Höhle floss grünlich schimmerndes Wasser und Tropfsteine ragten von der Decke. Und jetzt? Vielleicht können Ruby und ich Rotklaue aufhalten, während ihr Hilfe holt. Ihn aufhalten? Wie ein Appetithäppchen? Hör zu, wir müssen zusammenhalten. Wenn die Höhle der vielen Stimmen unsere Körper nur auch so groß machen könnte wie unsere Stimmen. Ducky, das ist es. Wisst ihr noch, wie das Echo Petri Angst eingejagt hat? Oh, ich noch ganz genau weiß. Wenn ihr Rotklaue und seine Schnellschnapper irgendwie in die Höhle der vielen Stimmen locken könntet, können wir von drinnen tun, als wären wir ganz viele. Und vor allem viel größer. Wir brüllen, als ob wir größer und stinkesauer wären. Ist kein Problem. Kein Problem für dir. Etwas unsicher gingen die kleinen Dinosaurier einen langen Gang entlang, als aus einer Wand plötzlich Felsbrocken brachen und Rotklaues Kopf erschien. Die Freunde flohen, aber diesmal schlug Rotklaue alle Hindernisse aus dem Weg und nahm die Verfolgung auf. Dann kamen die beiden Schnellschnapper den kleinen Dinos entgegen. Sie rannten zurück, doch dort lauerte schon die gefährliche Rotklaue. Aber in letzter Sekunde fanden Littlefoot und seine Freunde ein Versteck. Nicht bewegen. Wenn wir ganz still stehen, kann uns Rotklaue nicht sehen. Ja, aber er kann uns immer noch riechen. Vorsichtig schlichen sie sich weiter. Hey, wir sind schon fast in der Höhle der vielen Stimmen.
Stimmen, ja, das sind wir. Aber der Scharfzahn wird uns sehen, wenn wir da lang gehen. Mich sieht er vielleicht nicht. Ich bin ja ganz klein.